So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind aus Las Vegas zurück, beziehungsweise ich bin aus Las Vegas zurück. Ich finde es super, dass ihr diesen Vlog-Style so feiert. Vor Ort habe ich mich dann doch ein bisschen geärgert, dass René nicht mit war, weil wir hätten bestimmt noch jede Menge cooles Zeug filmen können. Aber ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass ihr das cool findet. Dann können wir natürlich in Zukunft da viel, viel besser uns darauf vorbereiten. Hätte ja auch sein können, dass ihr sagt, was soll das Ganze in Las Vegas, interessiert uns nicht die Bohne, wir wollen Technik. Dann hätten wir das ganz anders angehen müssen. Aber so ist natürlich geil, freut mich richtig. Das heißt, jetzt können wir in Zukunft nämlich Gas geben und auch euch mit auf so ein paar Messen, Events, Veranstaltungen und so weiter nehmen. Ja, zurück in Deutschland geht's gleich weiter mit hammerkranken Technik. Wir sind gerade nach München geflogen, fahren zur Firma TTE, denn dort hat sich einiges getan. Wir werden in den nächsten Tagen, Stunden einige Videos drehen, aber als allererstes fangen wir jetzt mit den Lambo-Toros an. Da sind die Jungs seit, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren bei, weil die wollen halt wirklich einen komplett eigenen Turbolader bauen. Das heißt, es wird eine Serie an Turboladern geben. Die heißen 600er, 900er, 1200er. Lambo kriegt natürlich 2x1200, ist klar. Und da ist es jetzt endlich soweit, dass die Dinger zumindest messetauglich sind. Mehr will ich aber erstmal nicht verraten. Chris kommt uns jetzt erstmal abholen. Dann geht's nach Dachau. Und dann schauen wir uns die beiden Babys mal an. So, willkommen bei der Firma TTE in Dachau. Erstmal immer wieder, ich freue mich jetzt schon drauf, da gleich hochzugehen. Da oben werden nämlich die Turbolader gebaut. Das sieht da wirklich immer fast aus wie in so einem Zahnarztbereich, weil das ist wirklich so akkurat, sauber und hell. Ich weiß auch jetzt schon, dass das für dich, René, zum Filmen richtig cool wird. Bin gespannt. Endlich mal eine optimale Location. So, wir sind da. Hallo. Hi Jungs. Alles gut? Philipp? So, Philipp kennt er ja vom letzten Mal noch. Chris. Hi. Hi, hi. Auch vom letzten Tag. Tag. Was machst du hier? Ich hab schon was gesehen. Nee. Nein, wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar Lambo-Projekt, Turbolader. Da sind wir ja schon seit ein paar Jahren bei. Haben wir mal was gemacht für. Da das Auto aber nie fertig war, war das ja auch immer mehr so, ich sag jetzt mal nicht auf dem Abstellgleis, aber hatte halt immer nicht so die Prio 1. Ne? Und dann habt ihr irgendwann gesagt, jetzt wollt ihr das richtig krass machen. Ja. Ja. Ja, wir wollen es schon immer krass machen, dann, aber je konkreter das halt wird, desto krasser und konkreter wird es halt bei uns auch. Dann haben wir ja noch diverse Limo-Evolutionsstufen zwischengeschoben. Dann habt ihr auch noch andere Sachen zu tun, also meine Turbolader. Wie viele verschiedene Turbolader habt ihr mittlerweile? 40 bis 50 verschiedene, ja. In Serienprogrammen drin. Das ist halt auch schon ein bisschen, ne? Weil die müssen ja auch alle entwickelt werden. Ja, da kommen jedes Jahr um die 10 Stück dazu und alle fallen raus, weil kein Markt mehr oder wir stellen es ein, weil nur 10 Stück verkauft in einem Jahr. Da gibt es aber auch wirklich welche, die sich irgendwann nicht mehr verkaufen, weil kein Markt mehr da. Ja, entweder weil der Markt weg ist und weil es die Teile nicht mehr in der Qualität zu kaufen gibt, wie wir das anbieten wollen und immer angeboten haben und dann stellen wir es ein. Mhm. Ja. Oder es kommt irgendwie anders im Markt, der meint, er muss da jetzt abräumen und so. Mhm. Aber kein Problem. Aber wie gesagt, das wird ständig gewechselt, das Programm. Ja. Und sind so 40 bis 50 Stück mal unter. Ja, so, Lambos. Da gab es ja eine Version, das einfach zu machen. Das heißt, man nehme so ein bisschen Zeugs, was es schon gibt. Kombiniert das alles ein bisschen und wir hätten 2 Turbolader gehabt. Ja, es gab erstmal die von dir so vor Jahren die Ansage, so willst du ein Lambo bauen, so mit 1500 bis 1800 PS. Und vor 5 Jahren war das unfassbar, die Anfrage oder Ansage. Die ist ja jetzt überhaupt nicht mehr unfassbar. Die Zeit hat sich relativ easy jetzt zu machen. Und die Version, die die Herrschaften sich erst überlegt haben, die ist jetzt übrigens bei Marius im Golf. In nochmal einer ein bisschen gewandelten Version, aber die ist eigentlich so. Aber schon grob so mit dem Teilgehäuse und so weiter, schon so viel mal Daumen da in der Version drin. Der läuft jetzt übrigens, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ding endlich mal Druck macht. Ja, geil.
Wir sind gespannt. Mega. So, und dann ging das Ganze weiter. Gerade, ich glaube, das F4 hängt damit auch zusammen, weil ihr euch als Firma immer weiterentwickelt und halt auch ganz neue Möglichkeiten habt, in Sachen Fertigung auch. Ja, genau. Dass man dann so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, einfach alles selber zu machen. Ja, wir wollten eigentlich schon ganz lang mal so komplett was anderes in Anführungsstrichen machen, weil wir machen ja seit 10 Jahren die Firma und wir machen halt eigentlich klassisch Hybrid-Turbolader. Das heißt, du nimmst einen Teil, was es schon gibt, und optimierst es so lange, bis es halt so funktioniert, dass es Max-Out ist. Mehr geht nicht. Und da hast du aber immer noch Serienkomponenten drin, Abgasgehäuse, Verdichtergehäuse, auch wegen der ganzen Anschlüsse. Das ist ja bei dir nicht nötig, gar im Umkehrschluss eigentlich geiler, wenn man es so machen kann, wie man es wirklich, wie man es zeichnen würde. Dann haben wir halt gesagt, ja komm, jetzt sind wir, sagen wir mal, groß genug und haben genug Möglichkeiten und auch immer wieder fürs Team geile Projekte umzusetzen, und das ist genau das Ding, was wir jetzt halt angepackt haben. Wie hat das Ganze angefangen? Was war so das erste, also das erste Teil, was man bei sowas angreift? Wobei es schwierig zu sagen, weil wenn man dann alles macht, ne, ist es ja schon so, dass eins nach dem nächsten kommt irgendwie. Ne? Das ist ja eine Evolution. Mhm. Ja, also wir haben ja damals bei der Limo Verdichtergehäuse gemacht mit so einer crazy Oberfläche und extrem Volumen innen drin. Und das war, glaube ich, auch der Punkt damals, wo ich dann gesagt habe, jetzt machen wir. Jetzt da konnte man dann umschwenken quasi, weil vorher die ganzen Komponenten, die wir in die Lade eingebaut haben, die du gefahren hast, das war so der klassische Weg. Mhm. Okay, ich nehme grob einen Turbolader und dann ändere ich die Räder, ändere ich die Lagerung und so weiter, ändere Kleinigkeiten. Und da ging es dann das erste Mal los, okay, jetzt machen wir auch komplett anderes Gehäuse, weil es vom Bauraum auch teilweise schwierig war und so weiter, da irgendwas zu realisieren. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das eigene Gehäuse gemacht und gesagt, ja okay, jetzt ist der Weg aber auch nicht mehr sehr weit, um komplett alles selber zu machen an den Dingen. Weil so Teile wie Stutzen, Verdichterrad, Backplate und so, das war auch schon alles. Ja. Eh schon alles immer eingefertigt. Genau. Okay, und am Ende soll jetzt nicht nur 2 Turbos für mein Lambo dabei rauskommen, sondern ihr wollt da schon eine ganze neue, ich sag jetzt mal, Produktlinie entwickeln, auffahren. Das wird auf jeden Fall kommen. Ja. Aber das ist jetzt eine der ersten Schritte, das so zu machen. Ja. Und auch bei meinen Sachen, also es ist wirklich krass, weil du jede Frage beantworten musst bei so einem Ding. Ja. Also, normalerweise hast du halt bei irgendwelchen Teilen, die konntest du entweder von einer anderen Gruppe nehmen oder sagen wir, verändern oder hast schon eine Vorlage gehabt und gesagt, ja, die müssen wir jetzt größer machen, müssen wir umdesignen, anderes Material und. Die gibt es nicht mehr, gibt keine Vorlage. Ja. Ja. Es gibt auch keine Limitation mehr, weil früher warst du immer limitiert in den Gehäusen und so weiter. Und hast gesagt, jetzt kann ich das quasi so machen, dass ich in dem Kunden teilgeben kann und er muss quasi das Auto außenrum bauen. Aber das Teil, was wir bauen, funktioniert so, wie wir das quasi vom Reißbrett weg machen würden, funktioniert genau so. Ja. Das kommt eigentlich daher, wo wir oft auf den Rennen waren und wir dann immer gesagt haben, ja okay, da fahren viele von unseren Ladern und so weiter, fahren da alle mit. Aber da wir Spezialisten sind, eben den Serienlader so zu modifizieren, dass er maximal alles kann, fährst du nicht in der höchsten Klasse auf dem ersten Platz. Mhm. Das geht nicht. Mit den Teilen, weil du einfach limitiert bist durch die ganzen Bauteile. Genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich wollen wir auch mal da ganz rauf oder in den Klassen eben da ganz oben hinschmecken. Und das geht eben nur mit solchen Teilen. Ja. Wir müssen einfach mal gucken, ich muss dich schon die ganze Zeit hier so über die Schulter immer grinsen. Ja, das ist halt schon irgendwie so die Endstufe, ne? Also A, schon mal überhaupt so diese Größen, die so da so, die man jetzt so vor sich hat, ne? Dann euer Design, das kommt natürlich in der Größe auch nochmal ganz anders zur Geltung als bei mir bei den 600er Lader, ne? Wo es dann einfach kleiner ist. Und dann, klar, ist das natürlich auch mittlerweile echt eine männliche Dimension, ne? Wird auch eine Sache sein, dass das halt auch beim Lambo optisch sichtbar sein wird. Ja, und bei der Limo ist es ja mega geil, aber gibt ja so viele Leute, die gesagt haben, ja, will ich eigentlich haben, aber kann ich doch nicht in RS4 reinmachen. Ja. Da sieht kein Mensch mehr. Ja.
Also ewig schade. Schade. Ich überlege gerade, wie ich euch so ein bisschen verdeutlichen kann, wie lange und intensiv wir hier auch schon drüber sprechen. Ich glaube, da gibt es hunderte Fotos, Versionen, Diskussionen. So, bis das endlich so weit gekommen ist. Und wir reden jetzt nicht über irgendwelche Details, auslegungsmäßig, das habt ihr alles selber gemacht, sondern einfach nur so Absprachen und so weiter. Ne? Heftig. Ja. Heftig. So, jetzt drehen wir das Ganze nämlich mal um. Dann geht es hier nämlich nochmal weiter. Selbst Mittelgruppe, Eigenfertigung, Backplate, Eigenfertigung, Hitzeschutz, Eigenfertigung, Stutzen, Eigenfertigung, Verdichterrad, Eigenfertigung. Das, was die hat. Eigenfertigung, nein, ist nicht, also können wir bei uns machen, ja, haben wir aber einen Spezialisten an der Hand. Wir legen es aus, ja, wir designen das und sagen, pass mal auf, du brauchst überall genau die Dimensionen, die wir da vorgeben, aber sagen wir, aus dem vollen Machen tut es einer, ja, der spezial dazu angerichtet ist. Aber theoretisch könnte diese Maschine da unten. Die kann fünfachsig voll simultan alles fräsen. Fräsen. Oh, ist da gerade sogar so ein Verdichtergehäuse drin? Zufällig haben wir da was vorbereitet. Da ist gerade ein Rohklotz aufgespannt auf dem Tisch. Und der Alex, unser Mann für die Zerspanung, der wählt Programm aus, tastet an, definiert das Ding im Raum und lässt dann laufen, während wir hier oben ein bisschen in die Details schnacken. Kommt da unten gleich der nächste Lader raus. Und dann werden wir nachher nochmal runtergehen und das mal im Detail angucken. Was ich vorher noch kurz sagen wollte, das vom Reißbrett weg. Das erste, was dir gleich auffällt, wenn du da von vorne drauf schaust, ist ja, eine dreht links, der andere dreht rechts hoch. Das wäre jetzt der erste Punkt, wo ich auch drauf eingegangen wäre. Und das sind auch so Sachen, wie wenn man sowas nachrüstet in so V-Motoren, ja, und so weiter, möchte man ja den Motor komplett symmetrisch aufbauen. Und gerade im RS4, da haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt, dass man das am besten mal so aufbaut, weil die Lader ja teilweise dann eingeschränkt sind über die Gehäuseformen und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, diese Dinger sind für so Nachrüstungen an so großvolumigen V-Motoren und so weiter aufgedacht. Und dann bauen wir das halt komplett symmetrisch auf. Wird es jede Baugröße, die wir da bringen wollen, wird es symmetrisch geben. Also links und rechts drehen. Die habe ich jetzt nicht festgemacht, weil wir da Detailnummer drauf drücken. Damit man quasi den Motor komplett optimal. Genau, so steht das Ganze auch ungefähr dann später im Lambo bei mir im Motorraum. Und dann kann man schön oben in die andere Prügel. Das hat natürlich zum Thema Auslegung auch, das ist jetzt ja nicht nur das Gehäuse, sondern logischerweise, wenn man reinguckt, das Verdichterrad ebenfalls. Weil das dreht dann halt in dem Moment auch in die andere Richtung. Genau. Also einmal links drehend, einmal rechts drehend. Und das zieht sich natürlich überall durch mit Turbinen und so weiter. Das heißt, es sind halt schon jede Menge Teile dran, die wirklich nur für links oder nur für rechts eingebaut werden. Ne? Richtig. Ja. Krass. Also musst du eigentlich doppelte Arbeit machen. Ja. 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 Du kannst da schon, auch ein Gehäuse und so, wird dann gespiegelt in sich, in der Programmierung. So ein Ding hat dann mehrere hunderttausend Zeilen. Ja. Aber fertigungsmäßig und, ist halt alles doppelt. Ist alles doppelt. Ja, ja, klar. Klar. So, pass auf, wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Wir fangen doch noch mal einmal ganz kurz am Rechner an. Ja, alles gut. Das Gehäuse ist halt das, was man jetzt noch nicht sehen kann. Quasi oben. Aber da siehst du halt 70er V-Band hier. Dann siehst du, dass die Schnecke quasi so reingedreht ist. Die läuft nicht gerade. Ich würde sagen, wir gehen das mal so baugruppenmäßig ab. So, hier hat alles angefangen. Konstruiert ihr alles hausintern? Machst du das alles du? Nein, nicht alles. Also, ihr habt viel, extern auch einen, aber... Viel, wir haben auch noch jemanden, der hier mithilft, der extern ist, ja. Ich sehe auf jeden Fall hier schon jede Menge Bauteile. Das heißt, das ist ja wirklich ein bisschen mehr, als jetzt nur ein Verdichterrad machen. Richtig. Also, wir sehen hier aber gerade theoretisch schon den fertigen TTE 1200. Genau, das ist der Zusammenbau. Kannst du den nochmal so drehen? Das sah gerade so cool aus. Drehen kann ich ihn, ja. Klar.
Wir fangen mal Vernichterhäuser an. Mit eurem. Das Design nennt sich Low Poly. Genau. Gibt es da eine feste Definition für, wie das aussieht, oder denkt man sich das hier so abends um 20 Uhr dann selber aus? Ja, am besten nimmst du eine Flasche Uso und denkst es mal aus, wie du das da genau machst. Je nachdem sieht es halt dann aus. Okay. Ja, da musst du natürlich auch, siehst du, wo du dann da hinkommst, wie das hier von den Flächen dann schön irgendwo reinlaufen kann und so weiter, wie es aussieht. Eine Million Leute, Designer sein. Unter jedem Video steht immer, ist das eine reine optische Sache oder hat das auch eine Funktion? Das hat auch funktionelle Geschichten. Aber jetzt keine, die man vielleicht so offensichtlich von außen sieht, dass das mehr Kühlfläche hat. Okay. Das ist es nicht. Also in unserem Fall eigentlich auf jeden Fall schon mal Prio 1 ist optische Sache, weil sieht geil aus. Ja. Sieht halt einfach schäffig aus. Ist halt einfach so. Ne? Ist wirklich so. Ich wüsste kein anderes Design, was man sich hätte überlegen können, was an dem Turbolader mehr aufhören würde. Ja, es ist halt ein Erkennungsmerkmal, so, wenn das so wie? Gemacht ist, weiß jeder, okay, wo kommt das Teil her? Ach, nur ihr macht das so? Ja. Wie kamt ihr darauf? Du saßt beim Uso und hast gezeichnet. Nee, das hat ein Mitarbeiter von uns hat den Vorschlag gemacht, man könnte mal das so machen und mal probieren, wie das ausschaut, ob das cool ist oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass das uns mal ausprobieren. Und dann haben wir es ausprobiert und es kam gut an. Und alle fanden das Design super. Wir haben die Möglichkeiten, das hier so zu fertigen. Also haben wir gesagt, dann ziehen wir es durch. Ja. Krass. Auf jeden Fall nur Positives bisher gelesen, ist wirklich krass. Wir sehen hier oben ja schon so ein bisschen, wie viele Teile das dann doch sind, ne? Bis so ein Turbolader fertig ist. Ne? Und da ist ja noch lange nicht alles bei. Da kommen ja dann schon nochmal Kleinteile dazu. Ja, ne? Ja, das kann halt auch sein, dass dieses Teil, was ich da reingeladen habe, auch noch mehrere Einzelteile enthält. Ja, wir sehen Verdichtergehäuse, Stutzen, Verdichterrad, Mittelgruppe. Riesenthematik, die lassen wir jetzt gerade erstmal außer Acht. Das machen wir gleich am Tisch wieder. Ja. Aber selbst die ist theoretisch vollständig von euch konstruiert, ja, gefertigt und so weiter. Und nächste Sache ist auch noch Abgasgehäuse. Genau. Abgasgehäuse ist ja so eine Sache, die man mal nicht so eben fräsen kann. Wobei theoretisch könnte man das auch, ne? Aber da fräst du dir natürlich einen Wolf. Oder geht das? Ja, dann kommst du nicht rein zum Fräsen. Kommst du teilweise nicht rein. Ja. Das müsste dann mehrteilig ausgeführt werden und so. Das stimmt. Verdichtergehäuse geht, weil es hinten offen ist. Ja, ja, da haben wir es auch natürlich so designt, auch mit dem Stutzen, den wir da reinmachen, dass du da reinkommst. Weil ohne, dass du diesen Stutzen da demontieren kannst, kommst du ja in den Hinterschnitt auch nicht rein. Okay. Also beim Verdichtergehäuse ist es aber einfacher, weil da hast du ja nicht dieses Temperaturproblem und alles. Ja. Da kannst du sowas machen. Machen wir auch bei unseren Serienteilen schon seit Jahren so. Und funktioniert. Abgasgehäuse ist für uns auch von der Konstruktion, Fertigung und so weiter auch Neuland. Da sind wir jetzt nämlich beim letzten Punkt. Selbst wenn man es schafft, Verdichtergehäuse, Verdichterrad, Turbine, alles als Reverse, also als gespiegelt zu fertigen, muss halt auch noch ein Abgasgehäuse her. Richtig. So, und da war dann der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt gehen wir in die Vollen und machen auch noch die Gehäuse selber, weil da gibt es keine gespiegelten passenden Gehäuse, ne? Gibt es keine gespiegelten passenden Gehäuse und die Gehäuse, die es gibt am Markt, die haben wir uns alle angeschaut und haben gesagt, naja, da sind so ein paar Punkte dran, die uns nicht so gefallen und die wir gerne geändert hätten. Die kannst du aber konstruktiv an dem Teil, das du da vorliegen hast, ja nicht mehr ändern. Ja. Also dreh das nochmal so ein bisschen, dass wir von hinten auf das Gehäuse gucken können. Die sieht halt schon krass aus, also auch das Gehäuse, ne? Also auch das Abgasgehäuse sieht schon heftig aus, ne? Hat einen extremen Einlauftrichter, sage ich jetzt mal, ne? Ja, hat's. Also, was halt bei anderen Sachen aufgefallen ist, bei anderen Gehäusen, die es gibt, dass die, um kompakt zu bauen, eben da große Einschränkungen haben, die Geometrie hier im Raum schaut. Ah, um kompakt das, zu bauen, okay. Um kompakt zu bauen, ja, das wollten wir eben nicht. Großer Lambo-Vorteil ist Platz ohne Ende, ne? Genau, ja. Wir haben einen 70 mm Einlass, ne? 70 mm Einlassflansch, richtig. Hier, der hier. Und Auslass ist, um es noch einigermaßen kompakt zu lassen, 89. Wir hauen jetzt einfach mal kurz ein paar Fakten raus. Verdichterrad, wie groß?
78 Einlass. Mhm. Und die Turbine hat 74 Auslass. Ja. Genau. Mhm. Okay. Und Besondere bei dem Verdichterrad ist allerdings ein tierisch großen Radrücken, ne? Ja. Die Backplate ist da relativ... Ja, wir haben diese Radkombination in anderen Fahrzeugen über die letzten 2 Jahre jetzt so rausgefahren. Mhm. Haben da verschiedenste Kombinationen durchprobiert, also Turbinenrad zu Verdichterradgröße. Das heißt auch Trim vom Verdichterrad geändert und so weiter und dann geschaut, was... Trim vom Verdichterrad ist? Heißt Einlass zu Auslass. Verhältnis, okay. Das Verhältnis auch verändert, also nicht nur die Größe an sich komplett aufgezogen, sondern auch den Trim vom Rad geändert und geschaut, wie sich das mit der Turbine, die da vorhanden war, verhält. Und diese Erkenntnisse haben wir dann hochskaliert auf die Größe. Ist das so bisher das Größte, was er gebaut hat? Ja, das ist das Größte, was wir bis jetzt gebaut haben als Single-Lander. Sehr gut. Als Single. Gut, dass wir da 2 von fahren, ja. Ja, also für mich sind das unendlich viele, ich nenne es jetzt mal Baustellen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass du da vom 10. ins 100. ins 1000. kommst. Ja, ja, klar. Bis sich das Ganze auch montieren lässt, funktioniert und so weiter halt, ne? Man muss auch an viele Sachen denken, wie bauen die Kunden die Autos, wie muss dann das Gehäuse dazu aussehen, wo habe ich Limitationen, wie muss ich das alles gestalten und so, das muss ich natürlich auch noch alles mit reinnehmen und kann da nicht, sag ich mal, bin da auch nicht komplett ohne Limitationen, weil irgendwo... Letzter Punkt aktuell ist noch, Abgasgehäuse muss jetzt dementsprechend eigentlich idealerweise gegossen werden, ne? Ja. Linke und rechte Seite, ist dann jeweils ein eigenes Gussteil. Da seid ihr noch nicht ganz fertig. Sind wir fertig vom Design, aber die Gussformen sind noch nicht fertig. Noch nicht fertig, okay. Das heißt, damit wir jetzt erstmal überhaupt was in der Hand haben, ziehen wir das Ganze jetzt noch nicht fertig als Montage und Einbau fertig, sondern schon so, dass man zumindest mal sieht, über was wir hier sprechen. Ne? Ja, am besten ist, man macht sich vorher nochmal einen 3D-Druckteil. Mhm. Dass man das auch mal hinhalten kann und in verschiedenen Situationen halt mal anpassen kann und gucken kann, dass man was in der Hand hat, weil da stellt man trotzdem immer noch Sachen fest, trotz CAD, man halt so am PC nicht feststellt. Ja. Und ein Problem war auch genauso noch die Abgasturbinen, die gibt es aktuell so auch noch nicht. Jetzt nicht, nein. Die sind auch gegossen oder wie wird so eine Turbine? Die sind auch gegossen, ja. Mhm. Da gibt es dann auch Gussformen dazu, da spielen dann noch andere Sachen eine Rolle. Vor allem, was machen wir sonst noch für Baugrößen? Kann man da eben eine Gussform für mehrere Baugrößen nehmen und so? Und ich brauche dann nur 2 Gussformen, eine für links, eine für rechts und so weiter. Da kommen dann noch mehrere Sachen rein. Also von der Radgröße her, wenn es jetzt für die Leistung optimal ist, kann sein, dass wir das noch ein bisschen verändern werden, damit wir da eine andere Baugröße vielleicht auch abdecken können mit dem Rad. Verstehe. Okay, krass. Also ihr seht, hier steckt auf jeden Fall schon jede Menge Know-how drin. Jetzt gehen wir wieder zurück und gucken uns die Mittelgruppe mal. So, wir sind wieder oben angekommen. Sieht schon extrem geil aus, so eine Mittelgruppe in gefräst. Ne? Ja. Gibt es nur eine Antwort? Ja. Man muss nur ja sagen. Die Sache ist halt auch die, für mich das krasse Moment bei den Dingern war, als wir am Rechner gesessen sind und das konstruiert haben und ich wusste, 2 Wände weiter sind die Jungs und die haben die Zeichnungen schon im ersten Stand und die arbeiten da dran. Ja, ich habe das Material da, ich weiß, die Werkzeuge sind da und die bauen die Prototypen von dem Zeug. Ja? Das war für mich total krass. Also wirklich irre, das Gefühl, ja? Sowas, das zu machen. So, ja? Ich glaube, wir müssen noch mal einmal kurz erklären, warum überhaupt eine eigene Mittelgruppe braucht. Da gibt es ja mehrere Komponenten. Wir wollten nicht wieder das Thema haben, dass wir eine Limitation haben. Ja, du hast den Flansch, der ist halt irgendwie, sag mal, GT oder BB oder XZ so und so 73. Und da musst du irgendwas hinadaptern. Also irgendwas, wir sind da Profis da dran, das zu realisieren. Aber wir haben gesagt, nee, machen das nicht. Ja? Mhm. Machen das jetzt so, dass wir ein eigenes Thema haben, wo wir echt sagen können, wollen wir Wasserkühlung haben oder nicht. Mhm. Wenn ja, machen wir uns einen Gedanken darum, wie
machen wir die geil. Ja? Das sind jetzt kugelgelagerte Rumpfgruppen, ist für uns auch nochmal ein Schritt in eine gewisse Richtung. Gibt es ja schon seit längerem im Markt von anderen Herstellern, große kugelgelagerte Rumpfgruppen. Aber wir haben halt gesagt, das ist mittlerweile so gut, dass wir das selber auch mitnehmen können, ja, und da reinmachen wollen. Kugellagerung heißt, hier sind zwei Rollenkugellager drin? Das sind zwei Kugellager drin. Das sind Radialkugellager in einer speziellen Bauform. Im Endeffekt ist es eine Kartusche, ja, die für die Größe da ausgelegt ist. Und weil bisher war ja TTE immer so eigentlich mehr Gleitlager als Kugellager. Ja. Das heißt, das sind jetzt auch neue Wege, auch mal in die Richtung zu gehen. Ja, mehr Gleitlager aus den Gründen, weil für ein normales Straßenfahrzeug oder straßennahes Rennfahrzeug eine Gleitlagerung einfach für die Dauerhaltbarkeit besser ist, für die Akustik besser ist. Und ganz oft halt so, dass die Teile, die wir modifizieren, Gleitlager haben, und da kriegen wir schon mal Anfragen, ja, baut da doch die Kugellager ein, da musst du aber eine komplett eigene Rumpfgruppe machen dafür, und das ist bei kleineren Volumina nicht sinnvoll. Ja, Akustik heißt? Ja, Akustik heißt, dass speziell beim Abtouren du halt hören kannst, dass dieser Turbo ausläuft quasi. Okay. Ja, das hast du bei einem Gleitgelagerten ganz selten. Beim Kugellagerten hörst du das halt. Schon öfter. Der rasselt da, das Ding richtig, der pfeift da. Ja, und dann teilweise sagen die Leute, ja, stell ich da in die Garage, läuft das Ding immer noch. Ja, ja. Das hörst du auch auf Straße, wenn du dann langfährst und so, die Leute hören das, wenn du jetzt da vom Gas gehst, passt irgendwas nicht an dem Auto. Krass. Ja. Wobei normalerweise die Leute ja Turboladegeräusche immer geil finden. Ja, klar. Ja, in den Zeiten, wo man sehr aufpassen muss, was man da zeigt und was man da nicht zeigt auf der Straße, ist das eher ein bisschen kontraproduktiv, wenn du rumfährst und weil man das schon hört, dass das vielleicht nicht original ist. Was das du ist ja bei mir, bei der Limo bis heute so, mit gleitgelagerten Lagern, man hört die ja fast gar nicht. Sage ich mal immer so. Ne? Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Da sagtest du ja auch, dass wenn ich was hören würde, ist es immer eher negativ, auch so strömungsmäßig. Und nee, die sind wirklich so ruhig, dass man da wirklich... Ja, Geräusch bedeutet ja immer, ich habe irgendwo Verluste. Ja. Und Verluste will ich ja bei dem Ding nicht haben, sondern ich will ja alles quasi umsetzen. Von der Energie, die von dem Abgas kommt, will ich ja alles umsetzen und will alles dem Motor wieder zuführen. Wenn ich jetzt irgendwo Geräusche habe oder irgendwas, dann verliere ich irgendwo unter Umständen was ich nicht will. Ja. Krass. Richtig. Also mich persönlich hat es genervt. Also ich hatte mal in einem alten S4 so eine kugelgelagerte Geschichte drin und beim Abtüren war es immer so, und den haben wir schon rausgehabt und gewuchtet und gemacht und so, und trotzdem beim Abtüren war er so. Ich glaube, ich würde es aber bei Nambu greifen. Lambo ist was anderes, klar. Das Ding, aber das ist das auch nicht so. Ja, gut, der Lambo ist aber kein normales. Wir machen da schon Sound, dass das passt. Ich kriege jetzt hier ja nicht ansatzweise Drehzahl drauf und das Ding dreht ja trotzdem schon noch lange. Ne? Also ich glaube schon, wenn du da so einen Gasstoß gibst und ausmachst, drehen die schon lange nach. Ne? Ach, ja, total. Weil bei dem GTR, da sieht man das auch immer. Das siehst du auch hier bei der Wuchtmaschine, wenn wir sowas drauf haben und so. Und das sind entsprechende Massen. Das ist ja in dem Fall so. Das läuft. So, kannst du rausgehen, Kaffee holen und wieder reinkommen. Ja. Ich hätte jetzt haufenweise Fragen gerade noch, aber die sparen wir uns nochmal auf. Die machen wir im Detail. Weil wenn wir jetzt anfangen würden mit Lagerung hin und her, Vorteile, Nachteile, das wird alles too much. Ja, krass. Also wir sehen auf jeden Fall, es geht in Richtung Endstufe. Jetzt noch Abgasgehäuse fertigen und Abfahrt. Also Abfahrt für dich jetzt mal, ja, weil du bist ja der Erste, der, sagen wir mal, das in der Größenordnung und von dieser zukünftigen Ladergeneration so jetzt mal bekommt. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, startet auch irgendwo eine Testingphase für so ein Produkt. Mhm. Also das wird schon noch ein bisschen dauern, bis wir da in die Breite gehen. Ja, und es wird auch nicht bei der Größenordnung bleiben. Da werden auch andere Größen kommen, auch kleinere Größen. Ja. Mhm. Und das dauert halt einfach seine Zeit.
weil da, wie du schon gesagt hast, da sind so viele Themen noch, ja. Die wir auch eigenständig lösen. Ja? Also wir können jetzt hergehen und kann man das irgendwo abschauen, wer hat vielleicht sowas Ähnliches mal gemacht und. Muss man dazu sagen, machen wir natürlich, wir gucken, was machen da andere, aber die Probleme lösen musst du halt selber. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Und wir wollen ja da herausragend sein mit dem Ding. Und wie bei allen Sachen funktioniert das nicht von heute auf morgen. Welche Größen wird es noch so geben? Wir planen also 600, 900, 1200 als Single-Lader, respektive dann 1200, 1800 und 2,4. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit überlegt, ob ich die nur in Limo reinkriege. Aber dann können wir ja doch auf die 1800er Variante gehen. Optisch nicht mehr unauffällig, optisch nicht mehr unauffällig. Muss die Frontschütze aufmachen und dann die zwei Dinger nach vorne legen, à la GTR. Ja. Die kriegen aber alle die Mittelgruppe dann so. Alle kugelgelagerten, alle mit Mittelgruppe. Es wird diese 900er bzw. 1800er Serie und die 1200er 2,4 Serie wird die große Mittelgruppe haben und die 600er Serie dann eine andere kleinere Mittelgruppe. Ah, okay. Aber ähnliches Konzept. Ja, stimmt, das ist schon recht. Es sieht so jetzt erstmal klein aus, aber wenn das Ganze natürlich später zusammengebaut ist. Ja, sicher, das wären schon zwei Schinken. Ja. Aber geht halt auch nicht anders, wenn du guckst, was da Leistung drüber geht. Du warst ja jetzt neulich auch in den USA unterwegs und hast mal geguckt, was da so über obersten Leistungssegment und so auf dem Tisch liegt und was das auch wiegt. Ja. So 100 Pfund oder so ein Lader. Ja, das ist schon geil. Also das Konzept gefällt mir wirklich perfekt. Gerade so, ich finde diese schwarze Stutzen noch geil. Das macht es irgendwie noch mal cooler. Und ich würde sagen, jetzt auf Abgasgehäuse warten. Genau. Bis zur Messe lassen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen, ne? Ja, da kommt, da haben wir schon, das läuft schon. Wir hatten nur nicht noch mehr Zeit später herzufahren, wir mussten das jetzt unbedingt machen. Deswegen würde ich sagen, ich lasse das jetzt noch mal so ein bisschen wirken, gucke mir das alles noch mal ein bisschen an und freue mich auf jeden Fall, wenn es jetzt bald losgeht mit dem Sommer. Genau. Ja. Ihr seid auch soweit zufrieden, happy? Nach super Monaten Arbeit. Richtig gut. Ja, doch, richtig gut. Gutes Gefühl bei. Ja, super Gefühl. Also super ich auch gutes Gefühl bei. Ich bin mir auch 100% sicher, Björn, du kannst den Motor ein, zwei Mal wieder aufbauen. mit den Dingern, weil das ist dann jetzt ja schon so. Ja, die werden wahrscheinlich, also ich würde jetzt aus Erfahrung sagen, dass die 1000 PS pro Lader relativ einfach ausstehen werden. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja. So, ne, weil das ist ja schon... Ist ja schon sportlich. Ja, genug gequatscht, genug Technik, war heute ein bisschen mehr. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir müssen nämlich ein paar weitere Sachen filmen. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. The same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water stream. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we gon' way up.